Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video stelle ich euch den Fenstersauger von Lifehide vor. Kein teures Produkt, das Markenprodukt dazu ist der Kärcher, der ist etwas teurer, aber der Lifehide tut genau das gleiche und meiner Meinung nach wahrscheinlich genauso gut. Wir testen es jetzt gleich mal heraus. Es sind nicht viele Komponenten, einmal das hier, Netzteil und das Gerät. Ganz einfach zu installieren, das gefällt mir auch wirklich sehr gut. Hier gerade reinklicken. So, reingeklickt. Dann könnt ihr das Gerät entweder so nutzen. Oder wenn ihr ein bisschen höher gehen müsst, habt ihr hier noch was. So einen kleinen Stab, den könnt ihr auch gerade hier reinklicken. Genau, so sieht das dann in voller Länge aus. So, was ihr jetzt machen müsst, ist folgendes. Wir gehen jetzt mal gleich ans Fenster. Das Fenster müsst ihr jetzt einfach mit Glasreiniger sauber machen. Und wenn es dann fertig sauber gemacht ist, kommt der Fenstersauger ins Spiel. Und damit saugen wir dann die restliche Feuchtigkeit ab, damit es keine Spuren gibt. Also fangen wir mal kurz an. Ich mache das Fenster jetzt kurz sauber und dann saugen wir direkt vom Fenster die Feuchtigkeit ab. So Leute, wie man sehen kann oder wie man nicht genau sehen kann, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, man sieht es nicht so gut, aber ich habe jetzt das Fenster angefeuchtet. Und jetzt saugen wir das Ganze einfach mal ab. So, jetzt kommt der Fenstersauger ins Spiel. Man kann natürlich nicht so sehen, dass die Fensterscheibe feucht ist. Aber ihr könnt mal sehen, immer wenn ich das Gerät ans Fenster halte, fängt er an zu saugen. Und hier ist der aktuelle Wasserstand. Und der wird sich natürlich steigern, nachdem wir das alles abgesaugt haben. Also beginnen wir mal von oben nach unten. So, jetzt saugt er ein bisschen, aber immer wenn wir das Gerät ans Fenster halten, saugt er dann komplett. So. Also wie man hören kann, saugt der, wenn ich das Gerät ans Fenster halte, stärker. Und er nimmt auch wirklich die ganze Feuchtigkeit mit und es gibt keine Flecken am Fenster. So. Also als Fazit kann ich sagen, das Gerät erfüllt seinen einfachen Zweck. Nachdem ihr das Fenster sauber habt, ist es ja natürlich noch feucht, dann könnt ihr das einfach ganz locker abtrocknen. Es klappt wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt gesehen hat, aber das Fenster ist wirklich sauber und das Gerät tut das, was es tun soll. Also für den Preis wirklich unschlagbar. Falls euch dieses Video irgendwie weitergeholfen hat oder ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät braucht, könnt ihr mir einfach unter dieses Video schreiben. Genau, und nachdem das hier aufgefüllt ist, also der Filter saugt ja das Wasser ab. Und wenn der voll ist, könnt ihr das ganz einfach ablernen, indem ihr das hier rausmacht. Genau, den Stöpsel da. So Leute, abonniert den Kanal, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Und das war's von mir. Ciao.